Auch wenn Devex seinen Festivalbesuch bereits seit Monaten geplant hatte, so hatte er sich seine Reise doch nicht so vorgestellt. Jenseits ihrer vier Sitze war alles ganz genauso wie erwartet. Überall zwischen einigen ganz normalen Pendlern oder Reisenden saßen und standen sie. Langhaarige und manchmal auch kurzhaarige Typen und Frauen in Kutten. Mit den verschiedensten Bandshirts. Devox sah Blind Guardian, Cradle of Filth, In Flames, Sentenced, Sepultura, Hammerfall, Slayer, Six Feet Under, Manowar, Subway to Sally und viele weitere. Oder einfach nur in schwarz gekleidete. Für ihn war das ein völlig normaler Anblick. Ihre eigene Gemeinschaft hingegen war weitaus bizarrer. Zwar hatte er Devon nach vielen Flehen davon überzeugen können, dass sie sich mit ihren Verletzungen hier nicht zeigen durften, und er hatte letztlich widerwillig eine Art Illusionszauber auf sich angewendet. Zwar sah er für Devox noch immer genauso aus wie vorher, aber die, wie Devon sich ausdrückte, närrischen Augen der Fleischlinge würden von seiner Magie getäuscht werden. Da Devox nicht daran glaubte, dass knochentiefe Verletzungen in Armen und im Kopf in einem proppevollen Zug einfach übersehen werden würden, schien es wohl so zu funktionieren. Er hatte Devon um dieselbe Magie gebeten, aber er hatte nur gelacht und gesagt, dass er noch viel zu viel Fleisch auf den Knochen hatte, um über derart mächtige Magie zu verfügen. Also musste Devox zu Plan B greifen. Glücklicherweise hatte er noch ein Longsleeve von Satyricon im Gepäck, das er kurzerhand über sein Knochenherz-Shirt zog. Zwar war ihm dadurch jetzt ziemlich heiß, aber immerhin konnte niemand sehen, dass ihm ein großes Stück seines linken Unterarms fehlte. Professor Wingerts unzählige Wunden ließen sich ebenfalls durch Kleidung verdecken. Da seine eigene Kleidung ruiniert war, hatte Devox ihm eine schwarze Jeans und ein langärmeliges Nightwish-Shirt angezogen. Beides stammte aus dem Gepäck seines Bruders. Der Professor sah darin zwar ein wenig albern aus, aber er beschwerte sich nicht. Und warum sollte er auch? Wahrscheinlich hatte jede Pflanze mehr Bewusstsein als er. Sein Bruder Martin, jedes Mal, wenn Devox dieses geistlose Ding neben sich so nannte, schmerzte es tief in seiner Brust. Sah ohnehin recht normal aus, auch wenn er nichts sagte und ziemlich blass war. Der Geruch war schon problematischer. Zwar verrotteten die Knochenzombies nicht wie herkömmliche Untote, aber Professor Wingerts Wunden hatten sich schon vor seiner Wiederbelebung entzündet und, was noch viel schlimmer war, weder er noch Martin konnte seine Blase noch kontrollieren. Sie hätten wahrscheinlich auf Windeln zurückgreifen müssen, aber so schnell hatten sie keine bekommen. Also pissten sich die beiden in regelmäßigen Abständen an, da sie nach wie vor Flüssigkeit brauchten, um zu funktionieren. Devox hatte mehrere Flaschen ätherisches Patchouliöl gebraucht, um den Gestank zu überdecken. Nun rochen sie alle intensiver als jeder Gothic Store. Aber das war besser als die Alternative. Plötzlich bemerkte Devox, dass einer der anderen Fahrgäste zu ihm herübersah. Es handelte sich um ein zierliches, schwarz bekleidetes Mädchen mit kinnlangen, dunkelbraunen Haaren, schwarz geschminkten Lippen und einem Nietenhalsband. Der Blick, den sie ihm zuwarf, sprach durchaus von mehr als flüchtigem Interesse, und Devox fragte sich, ob er je wieder etwas wie Liebe oder Sex erfahren würde. Würde er Kinder haben, heiraten, alt werden, oder musste er für die Ewigkeit als freudloses Geschöpf auf dieser Erde wandeln und sich mehr und mehr Fleisch von den Knochen reißen, bis er gar nichts mehr fühlen konnte, weder von innen noch von außen? Devox dachte an Jessica. Sie waren noch nicht lange zusammen und lebten außerdem in einer Art offenen Beziehung, aber sie niemals wiederzusehen war dennoch ein fieser Gedanke. Wenn sie nicht wegen ihrer Uni-Prüfungen hätte zu Hause bleiben müssen, wäre sie bei ihm gewesen. Aber dann wäre auch sie eine Waise des Gebeins geworden oder ein Knochenzombie. Devox wusste nicht, was schlimmer war. Jedenfalls wünschte er sich keines dieser Schicksale für Jessica.
Natürlich könnte er wegrennen, einfach in ihre Arme flüchten und Trost in ihren braunen Augen und ihrem frechen Lächeln suchen. Aber Devon hatte ihm eingeschärft, dass er jenseits des magischen Einflusses von Krixamesh, der zurzeit im Amulett wohnte, beginnen würde zu zerfallen. Und das Amulett gehörte allein Devon. Im Grunde war Devex also ein Gefangener. Aber selbst wenn er es riskieren würde, trotzdem zu fliehen, glaubte er nicht, dass Jess viel Verständnis für seinen Zustand hätte. »Hallo Schatz, schau mal, ich habe mir den Arm bis auf die Knochen abgebissen, willst du auch mal?« Er konnte sich schon genau vorstellen, wie sie sich angewidert von ihm abwenden würde. Jessica stand zwar auf so einigen kranken Mist, aber so morbide war nicht einmal sie. Das Schlimmste aber war, trotz all der Zweifel, Verluste und Zwänge hasste er seinen Zustand nicht nur. Ein Teil von ihm genoss es, etwas Besonderes zu sein. Sein Leben lang war er ein Außenseiter gewesen, aber nie war damit auch Macht verknüpft gewesen. Im Gegenteil, oft genug hatte er sich schwächer als andere gefühlt. Nun aber spürte er neue Kraft durch seinen Körper rauschen. Er war schneller als früher, ermüdete nicht so leicht und dachte irgendwie sogar klarer. Außerdem hatte das Wissen, dass ein Teil seines Skelettes nun frei lag, etwas seltsam Aufregendes. Es war, als hätte er der Welt sein Innerstes offenbart. Als hätte er all seine Geheimnisse gelüftet und wäre daraus gestärkt hervorgegangen. Und sein Knochen war so wunderschön, so glatt, weiß und perfekt wie die Unschuld selbst. Und doch extrem hart und stabil. Die Stütze eines jeden höheren Lebewesens und im Grunde auch das Einzige, was wirklich zählte. Etwas in ihm wollte sofort alles davon zum Vorschein bringen, sich die Fleischbrocken wie in Ekstase vom Körper reißen, bis sein Skelett rein und ungetrübt im Licht baden konnte. Der Teil seiner Seele war noch längst nicht so stark wie der, der am liebsten zu Jessica fliehen würde, aber Devox spürte, wie er wuchs und irgendwann. Devons dunkle, überhebliche Stimme unterbrach seine Gedanken. »Du sagst ja gar nichts mehr, mein Schüler. Warum brütest du so ernst vor dich hin? Heute ist ein Festtag. Du bist zu etwas Höherem auserkoren worden. Und bald schon werden wir all diesen schwarzen Gestalten ein Geschenk bringen. Ein leuchtendes, weißes Geschenk.« Devon strahlte wie ein Kind an Weihnachten und sein rechter Mundwinkel berührte fast eines der Löcher in seinem Schädel. Leider hatte Devon nicht gerade leise gesprochen und Professor Wingard und sein Bruder machten es noch schlimmer. »Geschenk«, wiederholten die beiden wie aus einem Mund und in einem dümmlich monotonen Tonfall. Einige der anderen Fahrgäste wandten ihnen die Köpfe zu und beäugten sie kritisch. Auch wenn die Fahrgäste vielleicht nicht die Löcher in Devons Fleisch sehen konnten, so sahen sie doch einen glatzköpfigen, arrogant dreinblickenden Typen mit einem seltsamen Umhang, der eigenartiges Zeug von sich gab, das auch noch von zwei blassen Schwachsinnigen wiederholt wurde. Und es hatte, weiß Gott, schon zu viele Attentate und Anschläge gegeben, als dass man davon reden konnte, einem Festival ein Geschenk zu bringen, ohne dadurch Aufmerksamkeit zu erregen. Wahrscheinlich konnten sie sich da schon glücklich schätzen, wenn niemand die Polizei rief. Wobei sich Devex genau das insgeheim wünschte. Denn dass Devon auf dem Festival nichts Gutes plante, war ihm klar. Vielleicht konnte es so verhindert werden. Aber sein Meister tat ihm nicht den Gefallen, sich weiterhin auffällig zu verhalten. Anscheinend hatte er seine Lektion gelernt. Und so war der Rest der Fahrt von bedrücktem Schweigen geprägt. Zwar hatte niemand die Polizei gerufen, aber als sie am Festivalgelände angekommen waren, ergab sich ein anderes Problem. Sie hatten zu wenig Eintrittskarten. Als Devex und Martin ihre Tickets bestellt hatten, hatten sie nämlich noch nicht an einen Zombie-Professor und an einen Weisen des Gebeins gedacht. Als Devex Devon über die Problematik aufklärte, winkte dieser nur ab. »Lass das mal meine Sorge sein. Ich lasse mich von keinem Fleischling an meinen Plänen hindern.«
Devex war nicht gerade überzeugt. »Wenn du Gewalt anwendest, fliegen wir sofort auf«, warf er ein. Devon packte seinen Schüler mit knochenhartem Griff am unversehrten rechten Arm und blickte ihn bedrohlich an. Seine Augen sprühten vor Wut. »Wage es nicht, mich in Frage zu stellen. Wenn du mit weniger Fleisch verunreinigt bist als ich, reden wir weiter. Bis dahin bin ich dein Meister und mein Wort ist Gesetz. Hast du mich verstanden?« Devex nickte verstört. Aber Devon war trotzdem noch nicht mit ihm fertig. »Du kannst es ruhig versuchen. Entfleische jetzt auf der Stelle deinen Brustkorb und deinen Schädel und ich werde vor dir in den Staub sinken. Bist du dazu bereit?« Kurz überkam Devex bei dem Gedanken daran, seine Herausforderung anzunehmen, eine seltsame Ekstase. Fast wie bei einer verbotenen sexuellen Fantasie. Doch die Angst vor dem Schmerz überwog. Er schüttelte den Kopf. Devon warf ihm einen abschätzigen Blick zu und ließ ihn dann endlich los. Devex' Arm fühlte sich an, als wäre er in eine Schraubzwinge geraten. Er würde dort sicherlich blaue Flecken bekommen, mindestens. »Ich wusste, dass du zu schwach bist. Aber gut, jetzt sieh zu und stelle fest, dass dein Meister nicht so dumm ist, wie du es vielleicht glaubst. Professor Wingert, folgen Sie mir.« »Folgen«, sagte das Professor-Ding und setzte sich in Bewegung. Gemeinsam gingen sie auf den Kartenkontrolleur zu. Devex und Martin folgten ihnen mit etwas Abstand, blieben aber in Hörweite. »Eure Tickets bitte«, sagte der Kontrolleur. Ein bulliger und tätowierter Mann mit kurzem schwarzen Haar, mehrfach gepiersten Ohren und einem dunkelgrauen Shirt. »Einen Moment«, antwortete Devon ihm. »Ich muss sie hier irgendwo haben.« Plötzlich sah Devex die Luft um Devon und Professor Wingert flimmern und wusste, dass Devon eine Illusion geschaffen hatte. Die Festivalbesucher um sie herum sahen von nun an nicht mehr das, was wirklich geschah, anders als Devex. »Oh, entschuldigen Sie, mein Fehler«, sagte Devon bedauernd. »Der Professor hat ja die Tickets, und zwar...« Professor Wingert trat wie von Schnüren gezogen näher an den Kontrolleuren heran. »In seinem Mund.« Im selben Moment öffnete Professor Wingert, der inzwischen unmittelbar vor dem Kontrolleur stand, seine blassen Lippen und seine lange, dünne Knochenzunge stoß schnell wie ein Projektil hervor. Schneller als dieser es überhaupt bemerken konnte, schob sie sich in den Rachen des Mannes und saugte gleich einem knöchernen Strohhalm all das aus ihm heraus, was ihn zu einem Menschen machte. Als sein Werk getan war, zog Arnold seine Zunge wieder zurück und ging auf einen Wink Devons ungerührt an dem neu geschaffenen Knochenzombie vorbei. Devex und Martin folgten ihm. Als sie den Zombie-Kontrolleur passierten, sagte er zwar pflichtbewusst »Tickets«, warf aber keinen Blick auf die Eintrittskarten, die Devex ihm präsentierte. Während die Gemeinschaft des Knochens sich unter die Menge mischte, fragte Devex seinen Meister, »Was wird der Mann nun tun?« Devon drehte sich zu Devex um. Das helle Nachmittagslicht glitzerte in seinen weißen Schädelknochen. »Seine Pflicht. Jedenfalls so lange, bis ich ihm ein Zeichen gebe. Dann wird er eine neue Pflicht erfüllen.« Devex konnte sich sehr gut vorstellen, worin diese Pflicht bestand. Auf dem Festivalgelände herrschte bereits großes Gedränge, obwohl die ersten Bands erst in 2 Stunden auftreten würden. Laut dem Plan, den er sich schon vor Antritt seiner Reise ausgedruckt hatte, die nun ein Leben lang her zu sein schien, sollte das neben 2 Bands, deren Namen nicht mal ihm etwas sagten, auch Knochenherz sein. Das Festival verfügte über 3 Bühnen und traditionell traten die weniger bekannten Bands zuerst auf, um das Publikum aufzuwärmen. Zwar war es für eine Black-Metal-Band wie Knochenherz geradezu entwürdigend, im hellen Licht auftreten zu müssen, aber auf der anderen Seite war es bei ihrem Underground-Status schon ein kleines Wunder, dass die Band überhaupt auf diesem großen Festival spielte.
Außerdem wusste Devex ohnehin nicht, ob ihn das Konzert noch interessierte. Wenn man plötzlich selbst ein magisches Wesen war, verlor sogar die am besten inszenierte Illusion von dunkler Mystik ihren Reiz. »Wohin gehen wir?«, fragte er Devon, als er bemerkte, dass dieser auf keine der Bühnen zusteuerte. Devon hatte einen für ihn eher untypischen Anflug von Heiterkeit in seiner Stimme, als er sagte, »Du darfst dich glücklich schätzen, Devex. Wir werden deine großen Idole treffen, die Musiker, die dem Knochen dienen, die Band Knochenherz.« Man sollte meinen, dass es nicht so einfach wäre, uneingeladen in den Backstage-Bereich eines großen Festivals zu gelangen. Aber zwei erschaffene Knochenzombies und einige Illusionen später standen Devon, Devex, der nun wieder sein Knochenherz-T-Shirt zur Schau trug, und ihre beiden geistlosen Anhängsel tatsächlich Auge in Auge mit Knochenherz. Trotz all der Veränderungen in seinem Leben war das für Devon noch immer ein besonderer Moment und seine Handflächen waren feucht vor Aufregung. Egal wie reif, abgeklärt und reflektiert man sein wollte, wenn man Musiker oder andere Berühmtheiten traf, deren Schaffen man liebte, umgab sie automatisch eine Aura der Besonderheit. Und diese wurde kaum davon gemindert, dass man eigentlich genau wusste, dass es sich um ganz normale Menschen handelte, die eben nur, im besten Fall, eine Sache ganz gut beherrschten. Wahrscheinlich lag es daran, dass der Mensch in all seinem Streben nach Vernunft insgeheim noch immer nach einer verborgenen Magie in allen Dingen suchte. Die Magie in den Musiker von Knochenherz war aber alles andere als verborgen. Da Devex nun selbst eine magische Kreatur war, strahlte sie ihm förmlich entgegen wie ein tiefschwarzes Flutlicht. Denn diese Magie war von finsterster Art. Die Ausstrahlung, die die vier Musiker besaßen, fühlte sich sogar noch viel verdorbener an als selbst die von Devon. Plötzlich glaubte Devex nicht mehr, dass es sich bei den dunklen Legenden rund um Knochenherz wirklich nur um einen Marketingkniff handelte. Die fünf Musiker sahen jedenfalls genauso aus, wie er sie von den Promofotos und ihrem bisher einzigen Musikvideo vom Song Knochendämmerung kannte. Sie waren groß, ungesund dünn mit langen, dürren und strähnigen Haaren, dabei blasser noch als Professor Wingard und sein Bruder zusammen, wobei ihre Haut auch eine leicht gräuliche Färbung besaß. Und sie trugen nichts als Unterwäsche. Nur deswegen erkannte man überhaupt, dass ein Bandmitglied eine Frau war. Die Keyboarderin, wie er wusste. Wie die einzelnen Musiker in Wirklichkeit hießen, wusste allerdings nicht einmal Devex. Nicht selbst nannten sie sich jeder nur ein Knochen, und so konnte man sie eigentlich nur anhand der Instrumente auseinanderhalten, die sie spielten. Die Keyboarderin saß in einem luxuriösen Sessel, hatte ihre dünnen Beine übereinander geschlagen und blickte die Neuankömmlinge misstrauisch an. Der Drummer schien zu schlafen, auch wenn er genauso gut hätte tot sein können. Sein Kopf war auf die Brust gesunken und er zeigte keine Regung. Weder schnarchte er, noch konnte Devex ein Heben oder Senken seines Brustkorbes registrieren. Der Gitarrist spielte mit einem blendend weißen, dünnen Plektrum leise einen schnellen Lauf auf seinem Instrument und der Bassist spannte gerade konzentriert neue rosafarbene Saiten auf seinen knochenweißen Bass. Der Sänger aber stand ihm direkt gegenüber. Seine schwarzen Augen drückten zugleich Abscheu und Interesse aus. »Seid gegrüßt, ihr Diener des Knochens!« ergriff Devon das Wort und machte eine Art höfischen Knicks, bei dem sein schwarzer Umhang mit den Knochenintarsien über den Boden des Backstage-Raumes streifte. Bevor irgendein Mitglied der Band auf Devons Begrüßung reagieren konnte, schob sich plötzlich eine junge Frau zwischen sie, die Devex bisher noch nicht bemerkt hatte. Die Frau hatte kurze braune Haare, einen leicht abwesenden Gesichtsausdruck und paradoxerweise einen schwarzen Anzug an, unter dem sie ein Knochenherz-Bandshirt trug, auf dem eine an ein Kreuz genagelte Frau gerade von den Bandmitgliedern gehäutet wurde. Modisch war sie also durchaus, unorthodox unterwegs.
Was habt ihr hier zu suchen? Knochenherz vergibt keine Backstage-Pässe. Entweder ihr schafft jetzt eure Ärsche hier weg oder ich hole den Sicherheitsdienst. Ihre Stimme war energisch, wirkte aber auf eine schwer zu bestimmende Weise auch uninteressiert. Ein wenig, als wäre sie auf Drogen. Oh, den Sicherheitsdienst kann ich auch holen. Er gehorcht mir aufs Wort, bot Devon der Frau an. Das ist ja wohl, begann die Frau, bei der es sich nach Devicks Einschätzung um die Managerin der Gruppe handelte, zu erwidern. Dann aber berührte sie die dürre Hand des Sängers behutsam an der Wange. Lass es gut sein, Susan. Spürst du nicht, dass das hier keine normalen Eindringlinge sind? Die Sprechstimme des Sängers klang genauso schrill und unmenschlich wie seine Gesangsstimme, besaß aber auch etwas Faszinierendes und Einlullendes. So als würde man die Falle hinter dem Köder genau sehen, aber trotzdem nicht widerstehen können. Sofort trat die Managerin wie von Fäden bewegt zur Seite. Auf ihrem Gesicht machte sich ein seliger Ausdruck breit. »Was wollt ihr also von uns?« fragte der Sänger sanft. »Mein Schüler«, Devon blickte zu Devox, »berichte mir, dass ihr dem Knochen dient und eure Musik allein ihm widmet. Stimmt das?« Die schwarzen Augen des Sängers von Knochenherz taxierten Devox mit sichtlicher Geringschätzung. »Das da ist dein Schüler?« »Ich weiß nicht, was du lehrst, aber wenn es nicht Posakunde für Fortgeschrittene ist, hast du die falsche Wahl getroffen.« Auch wenn er nun kein Mensch mehr war, schmerzten Devex diese Worte. So hatte er sich ein Treffen mit seinen Idolen sicher nicht vorgestellt. Der Sänger fuhr fort. »Ja, wir dienen alle dem Knochen. Er ist unsere Inspiration und Muse und die Quelle unserer Kunst. Er ist das Wichtigste und Wertvollste an jedem Leben, wobei auch andere Teile durchaus ihren Nutzen haben. Warum aber willst du das wissen? Und wer bist du überhaupt? Ein normaler Mensch jedenfalls nicht. Oder täusche ich mich da?« »Mein Name lautet Devon. Ich bin ein Weiser des Gebeins und Meister der ersten Stufe der Entfleischung. Dies ist mein Schüler Devex. Und er gehört seit kurzem meinem Orden an. Die beiden anderen heißen Professor Arnold Wingert und Martin. Auch sie sind keine Menschen mehr.« Auf eine knappe Geste von Devon hin fuhren Professor Wingert und Martin gleichzeitig ihren langen Knochenzungen aus, bis sie beinahe bis ans Ende des Raumes ragten. Die Faszination auf den Gesichtern der Musiker war nicht zu übersehen. Zuletzt streichelte Devon sein Amulett. »Und hier drin wohnt der ehrwürdige Krixamesh, König der markbleichen Schlangen. Zurzeit ruht er auf einer anderen Ebene, denn andernfalls würde sein Leib diesen Raum sprengen.« Der Sänger kicherte in einem wahnsinnigen Tonfall. »Sehr interessant. Eine wirklich illustre Runde. Aber warum sucht ihr uns auf? Wollt ihr euch für eine Bühnenshow anbieten?« Der Rest der Band brach in schallendem Gelächter aus. Es war der schrecklichste Klang, den Devex je vernommen hatte. Devon ignorierte den Spott in seiner gewohnten Arroganz. »Nein, es gibt einen viel großartigeren Anlass für unseren Besuch. Ich habe Geschichten von euren Fähigkeiten der Gedankenkontrolle gehört und auch ich verfüge über so einige Talente und Möglichkeiten. Gemeinsam können wir diese fleischverseuchte Welt in ein Paradies der Gebeine verwandeln. Ein Paradies, in dem die schwachen Menschen nicht länger den Ton angeben, in dem sie uns zu Diensten sind mit ihrem Leib, ihrer Seele und ganz besonders ihren Knochen.« Auf dem Gesicht des Sängers machte sich ein nachdenklicher Ausdruck breit. »Das klingt verlockend, allerdings ist diese Welt sehr groß. Selbst auf diesem Festival erreichen wir nur einen winzigen Bruchteil aller Menschen. Eine Welt, wie du sie beschreibst, ist ein schöner Traum
ohne Zweifel, aber dennoch ein Traum. Nein, protestierte Devon mit donnernder Stimme. Ich komme aus einer solchen Welt. Einer Welt unter einer schwarzen Sonne, wo die Sterblichen zittern und schreien und alles Leben sich vor der Anmut des Knochen verneigt. Eine Welt von so düsterer Schönheit, dass sie sich weiter verbreiten sollte, dass sie überall sein sollte, in jedem Winkel der Existenz. Devons Augen leuchteten vor brennendem Eifer, während er seine Rede hielt. Und Devex sah, dass die gesamte Band nun förmlich an seinen Lippen hing. »Eine schwarze Sonne, sagst du?« erwiderte der Sänger verzückt. »Ich habe die Sonne hier immer gehasst, genauso wie all diese lächerlichen bunten Farben und Blumen, all das Lachen, all die Fröhlichkeit. Sie für immer zu ersticken, ist ein wunderbarer Gedanke. Wir werden dir gerne dabei helfen, diese Welt in ein solches Paradies zu verwandeln. Aber wie genau gedenkst du?« In diesem Moment erklang ein gedämpfter Schmerzensschrei. Er kam offenbar direkt aus einer kleinen Tür am Ende des Raumes. Das Gesicht des Sängers verzerrte sich vor Wut. Er drehte sich zu dem Bassisten um. »Hast du sie noch immer nicht zum Schweigen gebracht?« Der Gescholtene spannte in Ruhe seine Saite zu Ende und blickte dann langsam zum Frontmann auf. »Du weißt so gut wie ich, dass die Haut nach dem Tode ihre Spannkraft verliert. Außerdem hat sie noch immer keine brauchbaren Schreie für unser Intro produziert. Die Frau taugt auch so schon so gut wie nichts. Eigentlich würde ich diese Saiten am liebsten wegschmeißen, aber andere habe ich gerade nicht. Also muss es damit gehen.« Erneut erklang ein Schrei, gefolgt von einem verzweifelten Schluchzen. Diesmal trug der Schrei Worte. »Hilfe! Helft mir! Irgendjemand muss mich doch hören! Bitte!« Die Worte taten Devex in der Seele weh, zumal er den Grund für diese Pein ahnte. Aber er traute sich nicht, einzuschreiten. »Du bringst sie jetzt auf der Stelle zum Schweigen, oder willst du, dass wir entdeckt werden?« »Von mir aus.« Der Bassist stand widerwillig auf und ging zur Tür. Als er sie aufriss, sah Devex ein Bild, das ihn bis ins Mark erschütterte. Hinter der Tür lag eine Besenkammer. Dort war an dicken Eisenringen eine nackte Frau festgekettet, wobei die Ketten direkt durch ihre Haut gingen. Jedenfalls durch das, was davon noch übrig war. Vom vordersten Teil ihres Körpers waren dicke Streifen an Haut abgerissen worden, unter anderem an ihrem Bauch, an ihrer Brust, an ihren Oberschenkeln und an ihren Oberarmen glänzte feuchtes, rohes Fleisch. Es brauchte nicht viel Fantasie, um zu ahnen, wo die Hautstreifen der armen Frau sich inzwischen befanden. An ihrem rechten Oberschenkel war zudem eine Wunde, die wie bei Devex bis hinunter auf den Knochen ragte. Allerdings war ihr Knochen nicht glatt und unversehrt. Vielmehr hatte jemand auch ihre Stücke herausgeschlagen, sodass es tiefe Kerben darin gab. Ihr Gesicht hingegen war unversehrt, aber tränenfeucht und von einem Schmerz verzerrt, der selbst Devex verändertes Herz vor Mitleid zum Beben brachte. Allerdings war er mit seinem Mitleid in dieser Runde allein. »Ich habe eine Idee«, sagte der Bassist, während er beinahe sanft das tränennasse Gesicht der Frau streichelte. »Man muss sie nicht töten. Ich kann ja auch einfach die Zunge rausreißen und ihr den Mund zunähen. Dann macht sie keinen Lärm mehr, bleibt aber noch eine ganze Zeit lang frisch, wenn wir sie ausreichend füttern. Wäre das okay?« sagte er an den Frontmann gewandt. Dieser nickte gönnerhaft. Mit einem breiten Grinsen auf dem blassen Gesicht holte der Bassist ein scharfes Messer hervor, das ebenfalls aus Knochen bestand. Devex überlegte fieberhaft, wie er der Frau helfen konnte. Währenddessen kam das Messer des Musikers der Frau, die verzweifelt um Schonung flehte, näher und näher. Endlich hatte Devex eine Idee. »Halt!« rief er laut und versuchte, so fanatisch wie möglich zu klingen. »Sie soll sterben! Und ich will es tun!« Der Bassist hielt mitten in der Bewegung inne.
Was fällt dir ein, du Wurm? Devon aber drehte sich zu seinem Schüler um. In seinen Augen lagen zum ersten Mal Stolz und Anerkennung. Lass den Jungen zum Mann werden. Er hat noch nie getötet und der erste Mord ist ein heiliger Moment. Der Bassist tobte vor Wut und auch die anderen Bandmitglieder schienen mit dem Vorschlag ganz und gar nicht einverstanden. Wütend redeten sie durcheinander. Der Frontmann aber sprach ein Machtwort. Wir werden dem Burschen seine Gelegenheit geben. Immerhin ist er doch ein Fan von uns. Er lächelte furchterregend. Der Bassist ging auf Devex zu und gab ihm sein Messer. Sein Atem roch faulig und unangenehm. Dann bring sie zum Schweigen, du Poser. Ich hoffe allerdings für dich, dass ich heute Abend im Publikum besser Seiten finde, sonst häute ich dich mit bloßen Händen. Devex ignorierte die Drohung und nahm dann das Messer entgegen. Der Knochengriff fühlte sich eiskalt in seiner Hand an. Er ging festen Schritts auf sie zu und achtete nicht auf die hasserfüllten Gesichter der anderen. Als er die Frau erreicht hatte, suchte er ihren Blick und versuchte so viel Mitgefühl wie möglich in seine Augen und sein Gesicht zu legen. Es fiel Devex nicht mal besonders schwer, da er sich die ganze Zeit vorstellen musste, dass Jessica hier angekettet wäre, auch wenn diese Frau nicht die geringste Ähnlichkeit mit ihr besaß. Dennoch war sie ein Mensch mit realen Hoffnungen und Träumen und nicht nur irgendein Stück Fleisch. Glücklicherweise schien sie seine stumme Botschaft zu verstehen. Sie nickte zitternd und er erkannte, dass auch sie sich ein Ende ihrer Qual wünschte. Sie hatte sich innerlich längst von ihrem Leben verabschiedet. Er bedauerte es sehr, dass er nicht mehr für die arme Frau tun konnte. Aber immerhin ersparte er ihr weiteres Leid. Mit einer schnellen Bewegung schnitt er über die Kehle und sah zu, wie das Leben aus ihr schwand. Obwohl es ihm im Grunde ein Gnadenakt war, fühlte er sich schuldig. Devon aber war sehr zufrieden mit ihm. Nun erst hast du dich wahrhaft würdig erwiesen. Ich bin äußerst stolz auf dich, mein Schüler. Wenn der heutige Tag vorbei ist, sollst du die nächste Stufe deiner Weihe erklimmen. Wähle in der Zwischenzeit schon einmal eine passende Stelle aus. Devox wurde eiskalt. Heute Morgen war er noch ein Mensch gewesen, und jetzt hatte er bereits getötet und sollte sich zum zweiten Mal selbst verstümmeln. Er glaubte nicht, dass er dazu bereit wäre, auch wenn ihm eine lockende Stimme in seinem Innersten etwas ganz anderes erzählte. Plötzlich erklang ein Geräusch. Zuerst hielt Devex es für Metall, das auf Metall schabte, dann aber begriff er, dass es sich um ein Räuspern des Knochenherzsängers handelte. Das ist ja alles sehr bewegend, Devon. Aber ich denke, wir haben Wichtigeres zu besprechen als die schulische Laufbahn deines Musterknaben. Er zeigte mit seinem langen Finger auf die Managerin, die ihn so verzückt anblickte, wie ein tiefgläubiger Christ es wohl beim Finger Gottes tun würde. Susan, entsorge diesen Körper. Wir finden bei unserem Auftritt sicher bessere. Susan nickte eifrig und begab sich sofort zu den zerschundenen Überresten der verstorbenen Frau. Dann schritt der schlaksige Sänger auf Devon zu, bis sich seine Dürre mit strähnigen Haaren geschmückter Schädel und der löchrige Kopf des Weißen des Gebeins ganz nah waren. »Nun erzählst du mir, was du planst. Sag mir, wie wir die schwarze Sonne auf diese Welt bringen.«